Ich habe da noch Ich habe heute Morgen ein bisschen kundig gemacht über die Bäckerei Gartenbrücker. 750 Mitarbeiter, 60 Filialen. Wo findet man die Bäckerei Gartenbrücker? Ach, man allein auf dem Bisschen fast überall. Drei Minuten, Kelsen, noch drei Minuten bis zur Verladung. Acht anderen Städten ebenfalls. Also eigentlich kennt man nichts. Wie viele Kunden haben Sie? Wenn wir die Luft Filialen haben, dann werden Sie ja wahrscheinlich am Tag, ich schätze mal, an die 100.000 oder 120.000. Ja, nicht ganz. Ja, 20.000. Okay, 20.000, ja. Und was kann man, wenn wir jetzt zum Beispiel von der Rennbahn sagen, wir möchten gerne Werbung auf Brötchentüten machen, von der Bäckerei Gartenbrücker. Wie wäre das möglich? Kann man sowas machen? Brötchentüten sind unser höchstes Gut, da eher weniger, da wollen wir schon selbst drauf sein. Aber ansonsten unterstützen wir natürlich liebend gern auch immer wieder alle möglichen lokalen Dinge. Jetzt neuerdings ja sehr häufig die Rennfahrer, Entschuldigung. Oh, da ist heute schon einer Fahrradfahrer gegangen. Also, könnte ich mir auch vorstellen, hier im Trappensport, das ist ja eigentlich auch eine Kultsportart hier im Revier, in den 50er, 60er Jahren, war der Trappensport nach Fußball von den Zuschauerzahlen her am zweiten erfolgreichsten. Jetzt sind wir ein bisschen, Zeitgeist ein bisschen verpennt, aber wenn wir das nachholen wollen, können wir uns über Ihre Unterstützung freuen. Also, definitiv, für mich ist es heute hier nicht mehr, aber wir sind ganz begeistert. Sieht super aus und macht Vielen Dank erstmal, dass Sie gekommen sind, dass Sie uns unterstützt haben. Vielen Dank, Herr Romy. Sehr gerne.